method of madness, gorilla harmony, we blacked out. Muscle through the rubber noses, jungle fog the mask out. Blow darts in your neck, a slingshot, silent gas, the last house. While we the metaphors, we overmines the glass. Hey ho Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, heute die Review zu der neuen Brute-Folge und ich sag schon mal vorne rein, dass ich hier kaum was bearbeiten werde, weil das Video sollte eigentlich um 16 Uhr kommen, was ich aber nicht schaffen werde, da ich es gerade um 14 Uhr aufnehme. Und so schnell kriege ich das nicht hin, weil mein PC und mein Internet nicht so gut ist und so weiter. Von daher, ja. Aber damit ich es heute noch irgendwie in irgendeinem rechtzeitigen Rahmen rechtzeitig hochladen kann, dann lasse ich es einfach weg, so das richtig zu bearbeiten. Und ihr könnt einfach zuhören und dabei zocken oder sowas. Keine Ahnung, was ihr dabei macht. Auf jeden Fall, ja, ist es mir zum Zuhören dann gedacht. Auf jeden Fall fängt die Folge damit an, dass Naruto, Boruto und so nicht aufspüren kann mit dem Sage Mode, was dann somit auch bestätigt, dass sie wirklich in einer komplett anderen Dimension sind und es nicht irgendwie so eine, keine Ahnung, so ein Mewtwo ist, was die unsichtbar macht oder in so einem komischen Raum verfrachtet, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat so eine eigene Dimension wie die Kamui-Welt halt oder sowas. Und da steht halt Boruto schon vor dem Nü und alles und will sich mit dem Nü anlegen und auf einmal sehen wir, wie Boruto mit seinem Auge das, den Chakra-Fluss sehen kann, wo halt das orangene Chakra rauskam, aber ich denke mal nicht, dass er das Chakra nur orange sehen kann, weil sonst würde er das lilane Chakra auch nicht lila sehen. Ich denke schon, das ist das Chakra einfach von dem Nü, weil zum Beispiel das Kyubi-Chakra war ja auch rötlich oder sowas, von daher, ja, kann man das damit vergleichen und sowas. Und dass Boruto jetzt den Chakra-Fluss sehen kann, steigert irgendwie meine Theorie, sage ich einfach mal, dass hier Boruto ein unreines Byakugan hat. Deswegen, ja, mal schauen, was raus wird. Wenn es wirklich schon ein unreines Byakugan wird, dann freue ich mich. Ja, auf jeden Fall, Boruto gegen das Nü, er flüchtet erstmal, weil er nicht wirklich gegen das Nü ankommt. Und dann kommt Mitsuki zur Hilfe, was das Nü erst mit einem Windversteckangriff erstmal so weglenkt und alles drum dran. Und Boruto geht, klettert auf irgendwelche riesige Seile, die oben hängen. Und hier steckt überall so Kunais mit Briefbomben drin. Und das hat mich so krass irgendwie dran erinnert an den Kampf zwischen Shikamaru und Tayuya in Classic Naruto, wo Shikamaru doch überall an jeden Baum irgendwas dran geworfen hat, um Tayuya irgendwie abzulenken und alles. Aber naja, so ganz war es auch nicht dasselbe. Aber irgendwie hat es mich dran erinnert auf jeden Fall. Und ja, Boruto C war es halt einfach, das Nü erstmal lahmzulegen, indem er die Schwachstelle angreift und dann die Seile zum Explodieren bringt, damit das Nü irgendwie da unter den riesigen Seilen da gefesselt ist oder festhängt, wenn man so sagen will. Auf jeden Fall kommt dann Mitsuki an und will das Nü, dem Nü, die Nü, ja eigentlich ist es die Nü, aber ich sag immer das, keine Ahnung. Auf jeden Fall möchte Mitsuki dann das Nü mit einem Blitzversteck angreifen und zwar die, so einer Blitzschlange, was ich extrem cool finde. Das sieht extrem cool aus und Mitsuki ist einfach krass. Aber dann kam Sumire an und hat eine Wasserwand gemacht, weil sie das Wasserversteck beherrscht und yo, das war richtig geiler Konter und das Wasserversteck ist generell extrem geil. Auf jeden Fall kommt dann der Kampf zwischen Mitsuki und Sumire, wo dann Sumire mit ihren Wasserangriffen angreift und Mitsuki einfach mit seiner Geschwindigkeit, mit seinen Schlangen und alles drum drin und das Wasserversteck bei Sumire ist so göttlich, ohne Scheiß. Sumire war in der Folge extrem cool, vor allem wie sie da so in der Ego-Perspektive noch so mit den Kunai da in der Hand die Wasserbälle schießt, sag ich einfach mal, das sah extrem cool aus. Oder wo sie einfach Mitsuki dann den Headshot gegeben hatte, einfach den Kopf durchlöchert hat, aber Mitsuki dann trotzdem noch schnell genug war und alles. Ich hab's gefeiert auf jeden Fall. Aber dann schmeißt sich Boruto natürlich wieder dazwischen, wird dann erstmal von einem Kunai abgestochen am Arm. Aber naja, so schlimm wird es wohl nicht sein, denke ich mal. Weil er geht ja dann am Ende der Folge direkt wieder zur Schule, von daher ist es ihm scheißegal. Auf jeden Fall macht Boruto dann das, was so ziemlich jeder erwartet hat. Er droppt das stärkste Jutsu nach dem ewigen Tsukuyomi, nämlich das Talk no Jutsu. Für die Leute, die nicht wissen, was das Talk no Jutsu ist, als Beispiel Naruto bei Nagato. Ja, Nagato, bla bla bla, Jiraiya war unser Sensei und so, du kannst nicht diese Ansicht von Frieden haben, vertrau lieber auf mich, bla bla bla. Nagato ist lieb geworden. Naruto und Obito. Ja, Obito, du bist die coolste Person, die ich kenne, du hast auch meine Eltern umgebracht, du bist daran schuld, dass mein Sensei ja wie mein Vater für mich war gestorben ist, aber hey. Du bist ein cooler Typ, komm auf unsere Seite. Und Obito ist dann auf ihre Seite gekommen. Das ist das Talk no Jutsu. Du redest einfach auf andere ein und die sind dann lieb. Und das hatte nur Naruto drauf, aber jetzt wieder Vater, so der Sohn, wenn man so gerne sagt.
Ja, er droppt erstmal das Talk No Use raus und Sumire wird dann erstmal wieder lieb, ist erstmal voll verwirrt, weil die nicht weiß, was sie machen soll und alles, aber wird dann schlussendlich zur lieben Seite und möchte sich selber mit dem Nü umbringen, damit da keine Probleme mehr entstehen. Sagt dann zum Nü, yo, friss mich, nimm meinen Chakra und alles und explodier dann. Aber das Nü hat sich geweigert, weil es so katzen-like irgendwie ist, sich erstmal um Sumire irgendwie rumläuft. Ja, das war gut gedeutscht. Nee, es läuft dann so um Sumire rum, kuschelt sich erstmal mit dem Kopf an Sumire. Sumire checkt nicht, was abgeht. Boruto dann so, jo, das Nü denkt wahrscheinlich, dass du ihre Mutter bist und so. Und ja, gut, so viel dazu. Auf jeden Fall löst sich dann das Guzu Tenno, heißt das Mal, was Sumire auf dem Rücken hatte. Und die Dimension stürzt ein, da das von dem Guzu Tenno aufgehalten wurde und alles. Und als es einstürzt und alles, habe ich mir so gedacht, yo, jetzt müssen die den Obito-Move bei Sumire bringen, dass einfach so ein fetter Brocken auf Sumire fällt, weil für mich wäre so ein Tod für Sumire schon ein schöner Abschluss gewesen. Und ja, irgendwie hätte es mir wirklich gefallen, aber leider ist es nicht passiert, weil stellt euch vor, einfach dieser riesige Felsbrocken wäre jetzt auf Sumire gefallen, Boruto würde das mitbekommen und alles und hätte dann vielleicht das Stück Guzu Tenno noch bekommen, was Sumire am Ende hatte, irgendwie so, wirklich so Obito Kakashi-like. Und ja, und dann wäre Sumire am Ende als Kawaki wiedergekommen. Nein. Auf jeden Fall, hier, das Nü rettet die alle dann, die reiten erstmal weg, Mitsuki kommt hinterher und als sie dann kurz davor waren, noch weiter verletzt zu werden und alles, hat sich das Nü davor gestürzt oder hat halt die drei, die auf ihn waren, einfach weggeworfen und so, damit die nicht von den Steinen zerdrückt werden. Das Nü hält erstmal alle Steine auf und ja, das Nü wird zurückgelassen von Sumire, Boruto und Mitsuki. Und die gehen dann zurück in ihre eigene Dimension, weil Boruto läuft da irgendwie hin, kann mit seinem Auge sehen, yo, da vorne sind Shikadai und die anderen, ich schlag jetzt einfach mal in die Luft rein, um eine andere Dimension zu erschaffen oder ein Portal zu erschaffen, damit ich wieder zurückkomme. Ja, also, Borutos Kräfte sind ein bisschen merkwürdig. Aber auf jeden Fall kam es dann dazu, dass dann Sai und so zu Sumire kamen, als sie wieder in der richtigen Dimension waren. Und Sai möchte halt mit Sumire reden und sagt dann noch so, yo, ich weiß, wie du dich fühlst, ich war auch unter den ganzen Danse-Zeug und so alles in dieser Verfassung, so, komm mit mir, ich werde dir irgendwie, keine Ahnung, was zeigen, dass du dich wieder aufrichten kannst und alles drin. Und ja, Sumire geht dann erstmal mit Sai. Und Boruto und so heulen erstmal rum, dass sie Verspätung in der Schule haben, weil schon der nächste Morgen angebrochen ist. Und ja, Boruto wird wahrscheinlich erstmal wieder fett Anschiss von Hinata bekommen. Auf jeden Fall kommen wir dann zur Preview, nämlich sehen wir in der Preview, dass Sumire die Schule wechseln soll von Sai aus. Und yo, ich kann mir gut vorstellen, dass entweder Sumire wirklich in ihren eigenen Heimatort geht, weil ich glaube, das wurde doch so gesagt, dass Sumire in einem anderen Ort war wegen der Guzu Tenno und so und dann nach Konoha verfrachtet wurde. Und ja, vielleicht geht sie ja jetzt zu ihren eigenen Ort zurück oder wirklich, die geht zu Saida und wird bei ihm irgendwie die ganze Zeit bleiben und alles, um da irgendwie alles zu regeln und so. Oder Sai hat wirklich so schon mehrere von der Nähe-Einheit schon bei sich angesammelt und möchte die alle auf den richtigen Pfad lenken und hat so eine kleine Klasse in Anführungsstrichen mit der Nähe gemacht, wo er die dann alle zum richtigen Pfad bringt und so. Und ja, den Rest von der Review sehen wir nur, dass die dann wieder ein Capture the Flag Spiel machen, wie in der vierten Folge, wenn ich mich nicht irre. Und ja, das wär's dann auch von der Folge eigentlich, also von der Review auch. Bei der Preview, da weiß ich nicht, was ich so von halten soll, da kann ich mir noch nicht so viel vorstellen, aber naja, das soll das, was ich gerade gesagt habe, was wir gesehen haben. Und ja, zu der Folge allgemein kann ich sagen, ich fand die extrem gut. Allein schon wegen dem Nü und alles und wegen allein das Wasserversteck von Sumire und der Kampf Sumire gegen Mitsuki. Ich hab's so gefeiert. Deswegen, ja, mit der vorletzten Folge, mit der jetzt vorletzten Folge, meine Lieblingsfolge. Von daher, ja, würde ich mal sagen, was war's mit dem Video? Schreibt mir doch eure Meinung zu der Folge in die Kommentare rein. Und dann, ja, beende ich das Video einfach und verabschiede ich mir einen aus. Wieder Map.